Die Schlangen, die Menschenschlangen standen vor den Lebensmittelläden. Um 6 Uhr früh hat sich meine Mutter mit Magen angestellt. Manchmal gab es nur vielleicht ein bisschen Mehl. Oder wenn es Streichhölzer gab, nahmen sie die mit. Aber wir hatten ja nicht mal einen Ofen. Sie mussten ja erst mal gucken, beim sogenannten Versorgungsamt, um einen Ofen anzuhalten, einen Strohsack zu bitten, vielleicht ein zweites Bett, vielleicht ja auch einen Stuhl. Sie hat auf dem schwarzen Markt versucht, mit dem Reichsmark, die sie mit hatte, einzukaufen. Aber es war, das Wichtigste war der Ofen. Wir konnten uns ja nichts warm machen. Dann fehlten die Ofenrohre, als wir den Ofen hatten. Es war mühselig, sich einzurichten dann überhaupt. Und es war mühselig, an Lebensmittel zu kommen, denn es gab fast nichts. Und jeder ging von einem Geschäft zum anderen. Manchmal war kurz, man war 3, 4 davor und hoffte, aber man sah schon drinnen, es ist ja fast nichts mehr in den Regalen. Also haben die gesagt, tut mir leid, Schluss, kommen Sie morgen wieder. Dann ging man zum nächsten Geschäft und versuchte, da ein paar Kartoffeln zu bekommen. Es ging dann hamstern, es ging zum Kohlenklau und all diese Geschichten, die auch noch eine Rolle spielten, einfach um zu überleben. Es dauerte eine lange Zeit, sich da irgendwie zurechtzufinden.